Fit in den Frühling mit Radio SAW heute aus dem Stadtpark in Magdeburg. Und Grund dafür ist er hier, der Henrik. So möchte ich gerne mal aussehen. Der Henrik, Student aus Magdeburg, hat dieses wunderbare Gerät hier erfunden namens... Rowcycling. Ein Fahrrad mit einem Ruderergometer oder einem Ruderboot. Sprich, man macht komplett die Ruderbewegung, wie man vielleicht auch aus dem Gym kennt, aber halt an Land und kommt damit auch voran. Also man setzt sich ganz einfach drauf. Wie lang ist jetzt dieses Gerät? Das ist jetzt 2,40 Meter lang mit einem Aluminiumrahmen, wiegt insgesamt 21 Kilo. Mhm. Und da hinten ist der Rollsitz. Man setzt sich drauf, aber der einzige Unterschied zum Rudern ist, man fährt vorwärts, weil ansonsten würde man sich sofort irgendwo vermutlich gegen die Wand setzen, weil die Geschwindigkeiten erreicht man mit bis zu 35 Stundenkilometer maximal. Rudern ist eine der gesündesten Sportarten, die kann man bis ins hohe Alter machen. Das sieht man auch häufig, wenn man mal an der Elbe ist, da sind immer noch 80-Jährige auf Wasserrudern. Und es geht über die Beine, 50% der Muskulatur sind die Beinmuskeln, die benutzt werden. Dann geht es natürlich über den Bauch, Rumpf, Rücken, also 30% ja. Und 20% circa mit den Armen. Also sprich, man hat wirklich den ganzen Körper abgedeckt und muss dafür nicht ins Gym rennen. Sieht auf jeden Fall super aus, weil man immer schön an der frischen Luft was machen kann. Okay, dann brauche ich jetzt von dir eine kleine Instruktion, wie ich da am besten mitfahre, was ja. Ich da machen kann. Ich würde es gerne mal testen. Vielleicht hilft es ja weiterhin Fett zu verbrennen, gegen meine Frühlingsmüdigkeit anzukämpfen und vor allem auch fit in den Frühling zu kommen. Schön mit dem Arsch. Seite vorrollen. Mit den Beinen näher ranziehen an die Schuhe. Ja. Genau. Und jetzt ausklicken mit einem Bein. Richtig. Danke. Bei mir wurde jetzt gerade alles bewegt, vor allem die Emotion. Ich finde dieses Rowcycle gar nicht mal schlecht. Das klingt jetzt ein bisschen so, ich muss viel koordinieren, das ist mir aufgefallen. Das heißt, ich muss viel mit dem Kopf machen, vor allem, dass ich meinen Hintern einsetzen soll. Um zu lenken, das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gelungen. Und man denkt halt immer, dieser Ruderstab ist halt eher, wo man links und rechts abbiegen kann. Aber man hat schon ordentlich was an Geschwindigkeit zu bieten und man bekommt irgendwie gar nicht so definitiv mit, was eigentlich alles im positiven Sinne in Anspruch genommen wird, ne? An Muskulatur. Nee, genau, es verteilt sich eben schön. Nicht wie beim Fahrradfahren, dass man nach dem ersten Berg gleich die Oberschenkel brennen spürt, sondern es ist halt echt heterogen, komplett über die gesamte Körpermuskulatur verteilt, die Kraft, richtig. Das könnte auf jeden Fall Sport sein, den ich in Zukunft ausüben werde. Vorher gehe ich nochmal in den Verkehrsgarten, ja, und lerne bremsen und stoppen auf ältere Mitbürger und Leute über den Zebrastreifen zu lassen. Und dann setze ich mich nochmal mit dir zusammen auf dieses tolle Gerät. Dann machen wir nochmal eine Trainingseinheit hier im Rotohornpark. Alles klar. Und dann mit Winterreifen. Ne? Bis dann.